herzlich willkommen zum einem Unboxing. Zum einen Unboxing, genau. Das unboxen wir heute. Und dann unboxen wir das hier, das man nicht sehen kann, weil es so weit hinten steht. Es steht jetzt drauf: Electric Airsoft Gun. Wenn man bedenkt, wo wir hier sind, kann das ja nicht stimmen. Es stimmt auch nicht, ich weiß nicht, warum das da drauf steht. Da ist nämlich was anderes drin. Aber schau mal, so willkommen. Gucken wir mal rein. Denn es ist. Nachdem ich den Karton umgedreht habe. Der Airsoft Granatwerfer. Oder besser gesagt, der Revolver Granatwerfer. Da ist er. Ja, die Zeiten sind hart. Da muss man sein Geld sinnvoll investieren, ja, zu Zeiten von Corona. Also, was haben wir denn hier? Das ist ein Trommelgranatwerfer. Die genaue Bezeichnung fällt mir jetzt auch nicht ein. Es gibt einen richtigen Namen dafür. Was kann der Trommelgranatwerfer? Schlechtes Wortspiel. Da passen schön 46 mm Granaten rein oder eben Tag-In-Granathülsen, um dem Gegner den Tag zu vermiesen. Ich wurde von so einem Ding schon mal getroffen. Es war faszinierend und verstörend zugleich. Also, wie funktioniert das gute Stück denn? Am ersten müssen wir den Riegel entriegeln, dafür sind Riegel da. Dann den Hebel ziehen und hochdrehen. Und dann kommt da die Granate. Oh, ist ja schon eine drin. Da hat wohl jemand vom Videodreh rumgespielt. Wer das wohl gewesen sein könnte. Auf jeden Fall. So, schnell auch wieder verriegelt. Auf. Granate rein, zu und Tag vermiesen. Und dann wird dann aufgezogen, sechsmal. Dabei darf man nicht vergessen, nach dem Schließen den Riegel zuzudrehen. Also es kann passieren, dass er sich verklemmt beim Schießen. Und dann die letzte bleibt dann hängen, aber das ist ja richtig so, dann weiß es leer. Man muss den Hebel aber ganz durchziehen. Sonst kann es passieren, dass er nicht reagiert. Es ist nur China-Plastik, da darf man sich jetzt nichts mega Spezielles darunter vorstellen. So, ja, dann war es das eigentlich auch schon. Mehr ist da nicht drin. Tatsächlich, das ist nur das Ding. Keine Extras, Granate war nicht dabei. Das ist meine eigene noch, eine alte von mir, die ich noch hatte. Ja, ist ein sehr kurzes Unboxing heute, aber was soll man machen? Event-Videos kann ich ja gerade keine machen, weil ihr wisst ja wieso, ne? Von daher kann ich nur sagen, bleibt gesund. Macht keinen Scheiß. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf dem Spielfeld. Und tschüss!